Tja, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Erst Gang einlegen. Und los geht's. Es kommt mir echt vor, als ob das eine halbe Ewigkeit wäre, wann ich das gespielt habe. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Das ist eine gute Frage. Ich habe den Zeitplan auf die Küchentafel geschrieben. Wenn Sean Hunger hat, kann er sich selber was machen. Mhm. 16.30 Uhr Snack, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abendessen, 20 Uhr Schlafenszeit. Okay, ein Snack. Dann schauen wir mal. Nee, ich will mich nicht hinsetzen, ich will mal in den Kühlschrank gucken. Ob da vielleicht was zu essen drin ist? Mh, sieht ja sehr, sehr, sehr gut aus. Was haben wir denn sonst noch da? Was ist das denn? Ist das Bier? Natürlich, erstmal ein Bier. Ah, lecker. So. Erstmal wieder reinstellen. So. Dann schauen wir mal. Wie sieht's denn aus mit was zu essen? Was haben wir? Hallo? Na. Dann werden wir wahrscheinlich nicht mit der Frau mehr zusammen sein. Und auch nicht mehr ein tolles Haus oder so. Yeah! Ah, Mist daneben. Verdammt. Einmal probieren wir noch. So. Na, dann nicht. Dann nicht. Ach ja, so geht das Glück dann dahin. Ist eine harte Geschichte. Tja. So, wir haben es 5:30. Schmeißen wir erstmal die Waschmaschine an. Vor allem vorher so eine ganz schicke Bude und jetzt auf einmal total runtergekommen, ne? Ist schon krass, also.
Steht in der Zeitung. Der Origami-Killer strikes again. Origami-Killer schlägt wieder zu. Siebtes Opfer identifiziert. Die Polizei hat bestätigt, dass die Vorgehensweise auf den Origami-Killer... So Stecker, die kann ich lesen. Zurückgreift. Was macht der da? Was machst du? Was macht der da? Okay. Ich glaube, sie hat sich was Süßes genommen. Wir werden mal mit ihm ein bisschen quatschen. So, kann ich mit ihm reden? Geht das? Hallo? Okay. Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Aber Süßigkeiten, ist klar. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Mhm. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? In Ordnung, ich komme dann später nochmal. Okay. Was stand denn da drauf mit den Hausaufgaben? Ich muss mal eben kurz gucken. Wir haben jetzt 17:45, ne? 17:45 Hausaufgaben um 18 Uhr. Nee, wir müssen jetzt die Hausaufgaben machen, Alter. Wir müssen jetzt die Hausaufgaben machen und nicht erst später. John, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Genau. Machen zusammen die Hausaufgaben. Mir gerade ein bisschen dunkel, ne? Kann ich hier Licht machen? Ach, macht das schon. Okay. Sehr super. Der ist ja ein ganz toller Sohn. So. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann ich ihm irgendwie helfen? Geht das irgendwie? Kann ich ihn da irgendwie... Na? Es ist Essenszeit. Ich mache lieber für Sean etwas. Mhm. Aber wie mache ich das denn? Kann ich irgendwo... Wo ist denn hier? Da ist der Kühlschrank. Ich schaue nochmal eben in den... Hallo? Wie mache ich denn was zu essen? Ich komme mal ein bisschen in die Bredouille, wie ich was zu essen mache. Wenn er nicht danach fragt, hat er wohl auch keinen Hunger. Kann ich jetzt Fernsehen? Kann ich jetzt Fernsehen? Ja... Lass mal sehen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Genau. Geh Fernsehen gucken. Da ging ganz schnell. Was sind denn für Hausaufgaben gewesen? Wahrscheinlich Englisch oder so.
Vokabeln. Boah, was habe ich Vokabeln immer gehasst früher in der Schule. Vokabeln lernen, das war immer total ekelig. Na, gleich mal fragen, ob er Hunger hat. Ob er was essen möchte. Wie die Zeit aber auch vergeht, ne? Alter, eine ganze Stunde ist jetzt schon wieder umgegangen. Kann ich ihn... Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Geh doch dahin. So, die Frage ist, was mache ich jetzt zu essen? Und vor allen Dingen, wie kriege ich was zu essen? Schauen wir doch mal. Was haben wir denn da? Pizza oder Roastbeef Chicken? Ich glaube Pizza, ne? Ich glaube Pizza. Pizza klingt immer gut. So. Dann schiebe ich die mal in den Ofen oder in die Mikrowelle. So. Na. So, Pizza ist fertig. Heiß. Okay, erstmal schneiden die Pizza natürlich. Wir müssen erstmal schnibbeln. Schnibbel, schnibbel. Boah, geil. Leckeres Stück Pizza. Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme. Kann ich mich dazusetzen? Ja, das geht. Cool. So. Das ist alles so nachdenklich, so alles so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bei dem Let's Play... Ich weiß gar nicht, was ich so viel sagen soll bei dem Let's Play. Das ist so... Das Spiel spricht eigentlich für sich. Deswegen werde ich auch bei dem Let's Play, glaube ich, nicht so viel sagen. Nicht so wie bei anderen Videos. Also nicht wundern. Sondern werde mehr so das Spiel für sich sprechen lassen. Hat der Gedanken? Nee, ne? Ich dachte, er hätte Gedanken jetzt. Was jetzt? Oh Gott. Ich kann es noch. So, dann schauen wir mal. So, jetzt wird es aber Zeit fürs Schlafen gehen. Ich glaube, 8 Uhr war Bedtime, ne? Wie spät haben wir? Was sagt die Uhr? Ja, ein bisschen Zeit ist noch. 8 Uhr ist Bettzeit. Gucken wir noch ein bisschen Fernsehen mit ihm, bis 8 Uhr ist. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Na. So, wir haben 8 Uhr. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Boah, wenn das jetzt mein Junge wäre. Ich bin ein guter Vater. In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Können wir uns dazusetzen, so lange? Geht das? Achso, okay. Ja, lass mal noch ein bisschen Fernsehen gucken. Na. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Können wir nochmal irgendwie was gucken hier? Während er noch ein bisschen Fernsehen guckt. Können wir nach oben gehen? Warte mal, hier ist ein Lichtschalter.
Ein bisschen. Oh, die Lampe wertet den Raum jetzt unheimlich auf, muss ich sagen. Kann ich. Ah, hier ist das Badezimmer. So, haben wir hier. Okay, mehr, ich kann hier nicht viel machen. Im Klo. So. Was haben wir da liegen? Warte mal. Was ist das hier? Was ist das denn? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Komische Nachricht irgendwie. Er ist glücklich vor dem Fernseher. Ich kann ihn noch eine Weile da lassen. Es ist Schlafenszeit für Sean. Ja, aber ich sag mal, so ein Stündchen länger kann er ja wach bleiben. Wie spät haben wir das jetzt? Ich schau nochmal eben auf die Uhr. Ja, guck mal, bis 9 Uhr lassen wir ihn noch gewähren. Ich schau mal eben, ob wir oben uns umschauen können im Haus. Ah, ich glaube, er ist eingeschlafen, ne? Kann das sein? Na. Sean, komm. Es ist Zeit fürs Bett. Ich bin noch nicht müde. Kann ich noch ein bisschen aufbleiben? Ja, gut. In Ordnung. Das Bett kann noch ein bisschen warten. Aber sag bloß nichts zu deiner Mutter, okay? Ich gehe mal nach oben, wenn ich da überhaupt hinkomme. Aber wie gesagt, also bis 9 Uhr kann er ja wach bleiben. So, dann gucken wir doch mal. Machen wir erstmal Licht an hier oben. Was haben wir hier? Immer noch ein Badezimmer. Badezimmer über Badezimmer. Natürlich, gehen wir erstmal abstrollern. Der Abendurin muss weggebracht werden. So. Okay. Hände abtrocknen ist Quatsch. Braucht man nicht. Ist unwichtig. Die schütteln sich von alleine trocken, die Hände. So. Was haben wir hier? Mal eben Licht anmachen. Achso, das ist Seans Zimmer. Oh nein. Oh Gott. Einerseits muss ich lachen, weil ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Andererseits nimmt mich das natürlich jetzt ein bisschen mit, ne? Ist schon harter Tobak. Ist nicht so einfach, jetzt hier so die Fassung zu behalten. Ha, da hat man gerade das Kamerateam gesehen im Spiegel. Beim Film wäre das jetzt so gewesen.